Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem richtig coolen neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man auf einer Rakete reiten kann, ohne dass man einen zweiten Spieler dafür braucht. Am besten macht ihr so eine Treppe, wie ich gebaut habe, und ihr müsst diesen Raketenwerfer haben, den man selber renken kann. Mit dieser Rakete kann man ja starten, muss man eine Schlaufe ziehen, dass man wieder zurückziehen kann. Ihr geht aus der Rakete raus und springt. Es braucht wirklich ein bisschen Timing. Ich habe das hier im Video sicher 3 oder 4 Mal versucht und beim 5. Mal, glaube ich, habe ich es geschafft. Stellt euch nur einmal vor, wenn man den letzten Abschuss macht und auf eine Rakete zu fliegen kommt. Und das nicht mal im Duo, sondern solo. Das gibt eine richtig coole Abschusscam. Und ich probiere für euch noch so einen Abschuss zu machen, dass ich den sicher noch aufnehmen kann und euch zeigen kann. Wie ihr jetzt gesehen habt, habe ich es geschafft. Man muss natürlich nach einer Zeit wieder runterspringen, weil, wie ihr seht, explodiert diese Rakete irgendwann mal. Natürlich habe ich für euch noch ein zweites Video aufgenommen, dass man es wirklich sieht, dass man auch daraus lernt. Beim ersten Mal habe ich es gleich geschafft, Rocket Rider Speedy. Und ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte eine kleine Bewertung da und man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye. I know that you like it like that. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's a